Hallo, schön, dass du da bist. Heute mit schon die Fitness. Stell dich mal in die Grätsche auf und wir beginnen uns erstmal auszuschütteln. Die Muskeln vor dem Sport immer mal ein bisschen lockern. Nach dem Sport dann dehnen. Und dann mal ein bisschen einwippen, bisschen warm und weich werden in den Hüften, in den Knien. Ziehst du die Bauchdecke ganz in der Tiefe nach innen und lass alles im Innern hochlaufen lassen. Bei mir unterstütze dich immer aus der tiefen Rumpfmuskulatur während der ganzen Übung. Lass die Schultern locker und halte dich in dem Schultergürtel schön weit, aufrecht, Brustbein angehoben, Kopf über Schultern, Schultern über Becken. Halte diese Linie, auch wenn wir nachher uns nach vorne oder auch zur Seite bewegen. Schön auf und ab hier bewegen bei flachem Bauch. Arme hängen mal ganz locker. Noch vier, drei, zwei, eins. Jetzt zu einer Seite drehen und die Ferse hinten runterziehen. Vorne das Knie ist gebeugt und der Rumpf leicht geneigt. Nach hinten gehst du jetzt mit dem hinteren Bein mal in die Beuge und in die Streckung. Runter und wieder hoch. Noch zweimal. Und auf der anderen Seite hier auch. Zwei, noch eine. Komm wieder an, schließe die Füße in die Hüftweite, rolle ab und beginne die Arme hier mit zu schwingen. Und beginne ein bisschen mal abzufedern. Und jetzt merkst du, wie du so langsam hier mal in die Bewegung kommst, wie alles schön jetzt beginnt zu zirkulieren. Hier wird schon etwas warm und du bist gelöst. Lass das Brustbein immer etwas angehoben, der Bauch ist flach. Und wir gehen jetzt mal in ein V. Zwei. Und eins, zwei. Viermal. Und auf der Stelle wieder abrollen. Schön in Bewegung bleiben, schön abfedern. Aufrechter Rumpf. Kopf über Schultern halten. Und das V jetzt mit dem anderen Bein zuerst. Vier. Und wieder auf der Stelle schön laufen. Aufpassen. Wir gehen jetzt von der einen Seite zur anderen und immer ein bisschen abfedern. Und jetzt die Fußspitze hier nur antippen.
Und jetzt das Bein etwas anheben. Knie und Fußspitze zeigen nach vorne, also nicht nach außen drehen. Von vorne gut alles stützen. Noch zweimal. Und jetzt wieder von der einen Seite zur anderen mal die Außenseiten hier ein bisschen warm und locker klopfen. Jetzt auf der anderen Seite die Fußspitze aufsetzen. Und das Bein jetzt auch hier anheben, locker aus der Hüfte, als wäre ein Faden am Knie und Ferse und der zieht das beides hier hoch. Noch 4, 3, noch zweimal und noch einmal. Und jetzt wieder von der einen zur anderen Seite. Alles schön lockern und lösen. Darfst du jetzt 2 Schritte machen. 1 und 2 und 1 und 2. 1 und 2. Und immer mittig absetzen. Mal die Arme lösen, Schultern fallen, Arme aufstellen, schließen und öffnen und schließen und öffnen und schließen. Zieh die Bauchdecke wieder schön an und das Brustbein, das wächst zur Decke. Halte den Kopf mittig über den Schultern. Die Schultern selbst gelöst, aber im Inneren fließt alles nach oben hoch. Du hältst die Oberarme nach unten, immer aus den Schultern herausfließend. Dass die Schultern nicht anhebst, sondern schön gelöst lassen kannst. Noch 4. Noch 2. Und in der Mitte ankommen, die Arme ausschüttelst und wieder mittig abrollst. Immer in Bewegung bleibst. Und nach rechts und links wieder schön locker. Oben, Bauch ist fest, Brustbein stark. Bleibst du jetzt in der kleinen Krätze stehen, leicht nach außen, rotierte Füße. Gib mal in den Knien nach und zieh nur die Fersen rauf und runter. Von unten und von vorne gut gestützt, innerlich dich stets verlängernd. 5, 7, 8. In die Parallele ziehen. Ein Bein strecken, das andere gebeugt lassen. Und da jetzt schön lang nach unten, Arme weit und immer zum gebeugten Bein schön hier rotieren in der Wirbelsäule. Beide Beine ausstrecken, Arme lang, ich stelle mich mal ein bisschen schräg. Langer Rücken, langer Nacken, mal fallen und wieder hoch. Und noch einmal. Und dann dich aufrichten, Schultern kreisen, Füße wieder parallel, das andere Bein ist gebeugt. Kommst du zum nach unten, hier so, und drehst dich zum anderen Bein.
Und wieder hängen lassen, alles lockern. Am Bauchnabel hochrollen, alles lösen. Bleib mal in der Grätsche, wenn es geht, mach sie noch größer. Setz dich mal hier tief runter, Oberkörper aufrecht, Arme lösen. Rotier mal dein Schultergürtel über dem Becken, halt dich aufrecht und fühle, wie du hier in die schrägen Seiten arbeitest. Die ziehen sich auf der einen Seite zusammen, auf der anderen werden sie gedehnt. Und komm in der Mitte an. Löse die Arme, halte dich aufrecht, gib noch weiter in den Knien nach. Und dann gehst du noch etwas tiefer, leg mal die Unterarme auf die Oberschenkel und halte 4, 3, 2, 1 und die Beine strecken, kräftig ausschütteln und wieder fein abrollen. Arme gelöst, die kommen mit. Gehen wir in eine kleine Schrittkombination. Wir gehen einen Schritt nach vorne, das Knie geht hoch, einen Schritt nach rück, der Fuß setzt hinten auf. Und hoch, sind 2 Schritte. Hoch und ab. Hoch und ab. Und los geht's. Locker die Arme in den Schultern bewegen. Und hier das Bein hochholen. Als wäre am Knie ein Faden. Versuche rück, die Ferse in den Boden zu ziehen. Halte dich aufrecht. Noch 4 Mal. Bleibt das Bein jetzt hinten, denselben Arm nach vorne nehmen und locker aus der Hüfte das Bein neben den Handrücken schön fließen lassen. Und nicht im Becken nachgeben. Brustbein steigt auf. 4, 3, 2 und 1 und lockern. Kommen wir jetzt zum anderen Bein. Jetzt gehst du Schritt vorne, das andere Bein kickt, Schritt rück und rücksetzen. 1 und hoch, 1 und rück, 1 und hoch, 1 und rück und los geht's. Noch 4. Jetzt bleibt auch das Bein hinten. Den Arm auf derselben Seite nach vorne gestreckt. Schulter fällt, schwingst du locker. Aus der anderen Hüfte jetzt das Bein von außen neben den Handrücken. Und noch einmal. Und wieder schön alles abrollen und lockern. Die Füße jetzt wieder etwas weiter nehmen. Locker in den Knien, Arme weit. Wir gehen jetzt im Wechsel und 1 und hoch und 1 und hoch. Immer versuchen, mit dem Ellbogen in Richtung Ferse hineinzubewegen.
Noch 4, 3, 2, 1. Und schön gelöst. Das Becken mal fein kreisen lassen. Jetzt ganz versuchen, den Atem wieder in Ruhe, im Fluss ein- und auszuatmen. Andersrum das Becken kreisen lassen. Und dann bleib mit dem Becken in der Mitte stehen. Wir bewegen uns jetzt im Oberkörper in die Seitbeuge. Drehachse ist der Bauchnabel. Lass den Schultergürtel schön weit und frei und fließe nach oben rum. Nach oben rum. Halt dich von vorne wieder gut gestützt. Bleib mal hier. Jetzt von hier nach vorne in die Beuge. Zur anderen Seite, nach rück in die Streckung, zur anderen Seite. Schon großzügig hier den Oberkörper, den Schultergürtel mit Kopf und Armen, alles hängen lassen, über dem Becken kreisen lassen. Und andersrum auch. Kommst du wieder an. Wir beginnen jetzt uns zu dehnen. Jetzt ist die Muskulatur schön aufgewärmt. Kräftig die Ferse hinten in den Boden ziehen, nach vorne verlagern. Halte die Hüften auf einer Höhe, mach den Rücken schön lang und spüre hinten die Dehnung in der Wade. Jetzt darfst du mal die Arme nach vorne strecken, den ganzen Rumpf hier mitnehmen, die Arme nach rückziehen. Den Rückenstrecker hier verlängern, Schultern gelöst und nach vorne. Gut nach hinten. Und dann mal halten die Arme und hier mal ein bisschen nach außen dehnen. Und lockern. Jetzt drehe ich um. Ferse hoch, das Bein, was eben von hinten gedehnt wurde. Das ziehen wir jetzt schön hier mit dem Becken nach hinten und gehen hier vorne in den Muskel und ziehen uns nochmal lang über das Bein. Und dann beginne, den Bauchnabel mal anzuziehen und den Rücken rund werden zu lassen. Kopf hängen. Und kräftig lockern. So, das andere Bein ist dran. Hier wieder schön tief, Hüften auf einer Höhe, Bauchdecke stützt, schön lang ziehen. Gehst du mit dem Rumpf nach vorne, nimm die Arme mit und zieh sie zurück und wieder hoch. Und dann auch hier zur Seite und hier mal gegenziehen. Und dich umdrehen. Auch hier Ferse aufstellen, mit beiden Hüften zurück. Die Unterseite nochmal langziehen, langer Rücken. Und dann den Bauchnabel anziehen, alles rund den Kopf hängen lassen. Und wieder hochrollen. Kräftig locker. Finger ineinander fließen lassen. Nach vorne ziehen. Den Handballen auf, Füße parallel. Bauch ist lang, mal aus den Schultern raus und das Brustbein fallen lassen. Und dann fließt nach oben hoch in die Streckung. Kopf auf eine Seite und zieh dich nach rück. Hier wieder auflösen die Dehnung, die Arme über die Seite öffnen und die Schultern kreisen, Finger ineinander fließen lassen, wieder nach vorne ziehen, Brustbein fällt. Und dann von hier das Becken steht, Bauch rein in die Streckung, den Kopf wieder auf der anderen Seite halten und alles auflösen und lockern, Schultern kreisen. Die Schulter nach vorne fallen lassen,
Nach oben ziehen, nach rück, weit öffnen, Brustbein stark, Bauch flach. Und noch einmal. Genau. Darfst du dir vorstellen, eine große Mauer vor dir, beug dich über die Mauer, rolle ab. Zieh dich am Bauchnabel leicht hoch. Gib in den Knien nach Fesseln anfassen. Und dann die Beine strecken, Nase zieht zu den Knien. Und wieder nachgeben. Und noch einmal. Am Bauchnabel hochziehen, Becken fällt zu den Fersen, Schultern kreisen, einatmen, schön strecken und fallen lassen. Hui. Noch zweimal. Was das für heute? Ein bisschen mobilisiert, ein bisschen in Schwung gebracht, ein bisschen geschwitzt, den Kreislauf angeregt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Video. Mach's gut!